Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin on Doomsday. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge zu dem Resident Evil 4 DLC Separate Ways. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen durch diese Basis auf dieser Insel durchgekämpft. Und da waren wir noch nicht fertig. Und da machen wir jetzt weiter. Mal sehen, wie lange das Spiel noch geht. Ich habe das Gefühl, dass nicht mehr allzu viele Folgen werden. Aber machen wir hier erstmal weiter. So, da haben wir noch eine Ressource. Ja, okay. Wir haben mal den Turm zur Seite gedreht, damit wir jetzt hier unten lang gehen können, glaube ich. Ja. Also auch das Geschütz da oben im Weg. Das doofe Teil. Aber das soll uns jetzt nicht kümmern. Der uns nicht mehr trifft. Den hole ich mir trotzdem noch. Ja, wo die wahr sein hier. Und tschüss mit dir. Ah. Ende im Gelände hier. Schätze haben wir ja nicht mehr. Gut. Aber hier unten ist jetzt zwei Stück. Auch zum Kontrollterminal. Okay. Die kennt sich aber hier sehr gut aus, ja? Das Gerät einschließen. Ey, das ist ganz schön stark. Oh. Point of no return. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Einer der coolsten Szenen mit aus dem ersten Resident Evil Film von Paul W. Anderson. Was auch im Original, glaube ich, sogar dabei war. Aber auch, glaube ich, mit Leon sogar, was ja hier nicht dabei war. Hä? Also. Okay. Ich brauche einen Code. Oh, was haben wir hier? Munition. Ich brauche einen Code. Wo finde ich den Code? Ah, okay. Also 1, 4, 8. Okay. Weil ich das wusste, die 1 war am stärksten gedrückt. Sah zumindest so aus. Den Bernstein-Forschungsbericht. Unsere Untersuchungen des Bernsteins gehen hier auf der Insel weiter. Nach und nach bekommen wir ein klares Bild, aber es gibt noch immer vieles, das wir nicht wissen. Der Bernstein erweist sich als äußerst nützlich. Er ist noch nicht erwacht und doch beeinflusst und stärkt er andere Parasiten. Ich bin überzeugt, dass auf Ebenen dieser Weise die Bindung zwischen den Parasiten und ihren Wirten optimiert wird. In unseren Experimenten konnten wir dies an einem Testobjekt bestätigen. Dies markiert einen deutlichen Schritt nach vorn. Im nächsten Schritt möchte ich seinen Einfluss auf die überlegene Plaga-Spezies untersuchen. Allerdings sind alle Wirte dieses speziellen Plaga-Typs Führungspersönlichkeiten innerhalb der Los Illuminados. Und die würde einer Teilnahme an irgendwelchen Experimenten nie zustimmen. Ich muss sehr vorsichtig vorgehen, wenn ich freiwillig finden will. Annabel Garcia Escudero. Nie im Leben ist das bloß eine Funkzentrale. Nope, glaube ich auch nicht. Ich weiß, wie Hocken geht. Jetzt sind meine ganzen Dokumente hier. Analysebericht Martinico. Die Wirkung des Bernsteins übertrifft alles, was ich hier erwartet hatte. Martinico war ein schwaches, unkomplizierbares Testobjekt, das als deformiert gering geschätzt wurde. Doch nach zahlreichen Versuchen erlangte er enormen Widerstand zur Regenerationsfähigkeit und ist nun Angriffen und konventionellen Waffen gegenüber unempfindlich.
Allerdings gibt es nicht nur gute Nachrichten. Er mag stärker sein, aber sein mentales Leistungsvermögen ist unverändert niedrig. Sollte er aus irgendeinem Grund ausbrechen, sehe ich kaum eine Möglichkeit, ihn wieder unter Kontrolle zu bringen. Nur die Hochleistungslaser können ihn dann noch stoppen. Ah ja. Das ist doch schon mal ein Hinweis. Das wird dann wohl Martin Nico sein. Da ist ein Hunter. Du siehst gar nicht nett aus. Nein, nicht wirklich. Oh, halt. Ja, und nun? Wenn das Ding mich erwischt, war's das. Das ist richtig. Da kann einen bestimmt instauen. Okay. Sag auf Wiedersehen. Ja, draufschießen brauche ich eh nicht, ist eine Munitionverschwendung. Lecker. Bleib du mal da oben. Oh, statt der kommt jetzt hier rein. Der Kleine ist wohl das Ergebnis irgendeines Experiments. Hast du doch gelesen. Das ist bestimmt der Martin Nico oder wie der hieß. Hier ist nix. Mal gucken, was den Schatz noch gibt. Auf Ada. Zwei, drei, sieben. Gut, dass er mich in Ruhe das Ding aufmachen lässt. Was war knapp. Der hier hoch? Nee. Hier ist noch ein Schatz. Oh, hallo. Aua. Er hat sich die ganze Zeit gefreut, dass mal einer reinkommt und dann ist er tot. Meine Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Bernstein sogar die überlegene Plagerspitze aktivieren kann. Es war klug, Grouser als Versuchskaninchen zu nutzen. Die anderen standen der Sache zu argwöhnig gegenüber, aber sein unaufhörliches Verlangen nach Stärke und Macht waren für ihn scheinbar Anreiz genug, an meinem Experiment teilzunehmen. Die Ergebnisse sprechen Bände. Das Wachstum der überlegenen Spitze übertrifft mit Leichtigkeit das eines regulären Parasiten. Grouser ist ohne Zweifel einer der fähigsten Personen, die ich je gesehen habe. Das Einzige, was wir jetzt fürchten müssen, ist das Potenzial, das im Bernstein schlummert. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was muss getan werden? Sollte er erwachen? Es ist nicht von Belang, diese Berichte haben keinerlei Bedeutung mehr. Zettler war hier. Die Ampulle, die er mir überreicht hat, liegt immer noch vor mir auf dem Tisch. Ich weiß zu viel. Was passieren wird, wenn ich sie mir injiziere, steht außer Frage. Wird er mich töten, wenn ich mich ihm widersetze? Oder soll ich mir lieber gleich selbst die Waffe in die Schläfe legen? Das wird eine lange Nacht. Soll nicht irgendwo ein Schatz sein? Wo denn? Schatz. Ja, wo denn? Ach hier, der Koffer. Macht Sinn. Noch ein fünffarbigen Schatz. Nee, Vierer. Aha. Vierer sind das.
Können wir aber im Moment nicht machen. Ja, hier lang. Ey, hier waren wir doch schon. Eieiei. Laser, die meins ernst. Da muss ich jetzt durch. Ja. Man kann es doch übertreiben. Das wird es doch nicht gewesen sein. Ey, wir haben das jetzt schon zweimal gemacht. Das ist so schwer, ist das nicht. Hier ist es. Gut. Wo schließe ich es an? Da, wo es leuchtet. Ich bin jetzt mit dem Terminal verbunden. Du willst die Insel komplett zerstören? Und die Tochter des Präsidenten? Ist dir das nicht so gewagt? Ich mache keine halben Sachen. Die Schwachen erbringen ihr Opfer. Genug jetzt. Bring mir den Stein. Für deine Rückfahrt zur Insel ist gesorgt. Verstanden. Bin unterwegs. Ja, die Insel geht auf jeden Fall hoch. Aber jetzt wissen wir aber warum. Bei Leon wusste man das ja nicht, warum die auf einmal explodiert. Okay, Luis. Was hattest du nochmal gesagt? Langsam sollte Wesker wissen, dass ich nicht nach seinen Regeln spiele. Die Anlage verlassen. Ich bin hier fertig. Was hast du jetzt gemacht? Okay. So, unser Freund fehlt noch. Und da ist unser Freund. Da wir gelesen haben, dass wir die Laser ihn töten können. Das waren sogar zwei Räume. Oh ne, das ist ein anderer. Ich habe keine Wahl. Das wird echt reizend, da reinzuspringen. Nichts mehr übrig. Mehr Glück als Verstand. Hab ich dich, Saddler. Hey, wir haben noch Zeit. Können wir weiter mal. Ich glaube, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Finale. Endlich mal.
Jetzt wissen wir auch, wo das Jetski, ja, herkommt. Was dann Leon und Ashley benutzen. Okay, auf zu Leon und Sadler. Leon ist unterwegs zum... Kapitel 7. Jetzt kommen wir, wir sind jetzt im finalen Gebiet. Ich denke mal, in der nächsten Folge ist vorbei. Heiligtum, ich muss dahin. Machen wir nochmal kaufen. Du bist eine, die anpackt. Das sehe ich sofort. Aber die Mission haben wir trotzdem nicht abgeschlossen, Willkommen. Oder? Nee. Ich weiß nicht mehr, was diese komischen Dinger waren. Na, wie ist da Doris? Ich hab doch alle gekillt, oder nicht? Ich weiß es nicht. Willkommen! Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ah, kleiner Schlüssel. Ob Rubine oder Ramsch, es macht... Es geht zum Ende, also machen wir jetzt hier einfach alles rein, was wir haben. Verkaufen das. Das wäre 3 Farben Bonus, gell? Ah, 4 Farben Bonus. Ist besser. Willkommen, Fremde. Zack, zack, weil wir jetzt nämlich auch den kleinen Schlüssel verkaufen können, den wir eigentlich fürs Dorf gebraucht hätten. Ich kaufe aber, fast ja. alles. Nee, das nicht. Die Küchenmesser habe ich auch schon ewig, oder? Der kann auch weg. Oh. Fremde! Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Was hattest du noch für eine Waffe? Raketenwerfer. Sollen wir Raketenwerfer holen? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Hm. Das können wir auch mal nehmen. Na dann, viel Spaß bei der Zubereitung. Okay, na dann tun wir jetzt noch... Halt erstmal Messer reparieren. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Hier, wie du es haben wolltest. Langsam verstehen? Bist du beeindruckt? Leider nicht komplett. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Okay. Na, da angenehme Reise. Dann würde ich sagen, geht's jetzt auf zum Finale. Was macht denn meine Heilung? Oh. Nicht allzu prickelnd. Nur 1 Million Plentgranaten. Oh, nur das Beste vom Willkommen. Ein paar Vorratskorb. Oh, mal eins mitnehmen. Oh. Danke. Komm bald mal wieder vorbei. Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Auf Richtung Finale. Wie sich da links einer... Alter. Alter, ich habe kein Seewasser heute getrunken. Das muss ich doch nochmal heilen. Ah. Oh, da lebt er noch. Irgendwie hat man im ganzen Spiel nicht wirklich viel Heilung gefunden. Da kommen noch mal 4 Schätze, noch die letzten 4, ja. Ich hasse diese Typen. Ja. Ihr seid echt klug, euch daneben zu stellen, gell?
Wie hat der mich jetzt getroffen? Nicht cool. Ich könnte mal ein paar Pin-Granaten loswerden, ne? Ja, komm mal her. Das Visier gar nicht drauf. Erwischt. Okay. Schatz. Oh, da ist oben, okay. Man hört ihn schon. Okay. Ja, wir kommen jetzt zum Finale. Deswegen würde ich sagen, werde ich die Folge jetzt mal hier beenden, dass wir noch eine Folge haben und noch einen kleinen Cliffhanger zu haben für die nächste Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Hier mit mir, dem Doomsday, auf meinem Kanal zu Resident Evil 4, dem DLC. Und bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.